Sila Shahin Ratlinger und Ehemann Samuel sind bereits seit 2016 verheiratet. Doch statt gemeinsam sesshaft zu werden, führen die Schauspielerin und der Fußballer nun eine Fernbeziehung. Beziehungskonzepte gibt es viele. Sila Shahin Ratlinger hat sich für ein eher ungewöhnliches entschieden. Denn die Alles was zählt Darstellerin lebt aktuell nicht mit ihrem Ehemann Samuel Shahin Ratlinger zusammen. In einem Interview hat die 38-Jährige nun verraten, wie es dazu gekommen ist und wie sie sich damit fühlt. Sila Shahin Ratlinger, das denkt sie über die Fernbeziehung. Sila Shahin Ratlinger und Ehemann Samuel leben zurzeit getrennt. Mein Mann ist jetzt an den Verein Almere City ausgeliehen, wohnt deshalb in Holland. Das wurde sehr kurzfristig Ende August entschieden. Da war ich noch in Köln, habe für Alles was zählt gedreht, verrät die Schauspielerin gegenüber Bild. Inzwischen lebt Sila mit ihren Söhnen Elia und Noah wieder in ihrer Heimatstadt Berlin, jedoch ohne Ehemann und Kindsvater Samuel. Bis Mai spielt mein Mann noch für den niederländischen Verein Almere City. Er kommt immer nur ganz kurz für ein oder zwei Tage nach Berlin, plaudert Sila aus. Doch was viele Ehepaare vermutlich als eine große Herausforderung sehen würde, betrachtet die Soap-Schauspielerin als etwas Positives: Wir haben jetzt eine Fernbeziehung. Ich finde es echt ganz toll, weil es einfach super erfrischend ist. Die Ehefrau des Fußballers ist begeistert, wir daten uns jetzt wieder. Letztens hatten wir einen richtig schönen Tag. Da hatte ich Geburtstag und mein Mann und ich hatten eine Date Night. Wir waren im Hotel Adlon in einer schönen Private Suite mit Whirlpool und Sauna. Da waren wir schon mal vor einigen Jahren, als es bei uns alles anfing. Das war wirklich super romantisch. Ich genieße es gerade total, weil unsere Zeit so wenig, aber so exklusiv ist. Doch diese Art der Trennung ist nicht mehr von langer Dauer. Denn bereits im kommenden Jahr zieht die kleine Familie ins österreichische Wien. Denn dort wird Samuel bei dem Fußballverein FK Austria Wien kicken und wieder mit seiner Frau Sila Shahin Ratlinger und den beiden Kindern zusammenleben.